Hallihallöchen Leute, willkommen zu Part Nummer 35 von Let's Play Pokémon Schild. Im letzten Part haben wir uns die Route unter dieser Stadt ein bisschen angeguckt. Und wir wollen heute vielleicht die Arena machen, vielleicht die nächste Arena-Challenge. Ich weiß es noch nicht genau, was mich jetzt erwartet. Auf jeden Fall, Aufnahme scheint alles zu stehen. Moment, ich muss nochmal kurz überprüfen. Gut, du nimmst auch auf. Schön. Nicht, dass ich da jetzt wieder die Facecam weg habe. Verzeiht mir, wenn ich das so ein bisschen kontrolliere immer wieder. Okay, gut. Wir haben... Läuft also alles gut. Wir waren ja bei der Stadt. Wir haben ja noch gar nicht richtig fertig erkundet, nicht? Ich erinnere mich. Oh, hier sind so viele Häuser. Kann ich hier rein? Ah, da kann man überall rein. Das ist so gut. Okay, was haben wir denn hier? Ich liebe es, mit meinem Pokémon eine Schneeballschlacht zu veranstalten. Okay, toll, danke. Wenn es warmen Schnee gäbe, könnte man noch viel mehr draußen spielen. Kann sich auch einfach gut eindecken. Also ich finde immer, Wetter kann man so, na gut, für mich persönlich gibt es halt nur zu warmes Wetter. Zu kalt gibt es nicht unbedingt. Ich meine, klar, wenn du da jetzt in T-Shirt jeden Tag rumrennst draußen, dann klar gibt es zu kaltes Wetter. Aber du kannst dich eigentlich immer auf Kälte einstellen. Auf Wärme geht das nicht. Wenn es zu heiß ist, dann ist es zu heiß. Dann schützt du dich halt zu Tode. Naja. Das muss ein so richtig krasses Erfolgserlebnis sein, wenn man sein Pokédex vervollständigt. Ja, das kann ich ehrlich zusagen. Also, ich habe es glaube ich einmal geschafft. Nee, ich habe es ja nicht mal einmal geschafft. Ich habe es ja bei XY probiert, hatte dann aber keinen Bock mehr irgendwann. Und dann habe ich die Spiele halt verkauft. Hier gibt es genug Schnee und Eis für Schnäppke zu essen. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob es sich zu Finanto oder Frostetje entwickeln wird. Ich glaube, Frostetje war nur dann, wenn es weiblich ist, nicht? Irgendwas war da. Ah, oh, das wäre auch so ein cooles Pokémon, aber irgendwie, wie ich ja schon mal angemerkt habe, mir reicht eigentlich das eine. Gut, mit den beiden Damen haben wir schon geredet im letzten Part. Mit euch beiden? Nee, das sind die Schneemann-Typen. Was haben wir hier noch? Oh, da ist wieder ein Snomnom. Genau, das ist ja unser neues Teammitglied. Das haben wir auch noch gefangen. Hier, unser kleiner Snomnom. Ich bin auch gespannt, ob sich und wie es sich entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass es halt eine spezielle Entwicklung braucht. Habe ich nicht irgendwelche Items, die mir eventuell helfen können? Hier in der Kampftasche, Trainingstasche. Hier gibt es nämlich die Blattsteine und sowas nämlich mit da drin. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es... Was? Jetzt habe ich... weitergemacht, nicht? Eisbrocken, Zuckerbeere. Es sieht nicht danach aus, dass ich irgendwas hier Metallmantel. Rissige. Ja, das sind halt diese Entwicklungs-Items, die wir hier alle irgendwie haben. Leuchtschein bringt auch nichts, das hätte ich mir gut vorstellen können. Okay, das heißt, wird sich wahrscheinlich irgendwie durch normales Level entwickeln oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Oh, ein EFF. Ein EF. EFF. Keine Ahnung, wie du heute nochmal heißt. Auf jeden Fall aus der 6. Generation. Ich glaube EFFM oder so. Ich warte hier auf jemanden, mein... Ah, da steht es auch nochmal. Mein EFM... Was ist ein dummer Name? Er hält mit seinen Ultraschallwellen auch Ausschau. Oh, seht euch mal das coole Bild dahinter an. Das ist cool. Was haben wir hier noch? Nichts. Hotels sind toll. Man muss sich hier weder um sauber machen noch um die Wäsche kümmern. Habe ich eigentlich keinen Malen schon rausgenommen, das hatten wir im letzten Part ja angedroht. Ja, habe ich. Okay, gut. Habe ich ja gemacht. Wir haben es geschafft, Tickets für die erste Reihe im Stadion zu bekommen. Manchmal kriegt man da zwar eine Attacke ab, aber das macht es ja gerade so spannend. Ey, ich stehe hier so Hyperstrahl. Obwohl ich glaube, so ein Hyperstrahl könnte tatsächlich die ganze Tribüne kaputt machen. Du kannst dir aussuchen, in welchem der beiden Häuser von Hotel Iona du mächtigen möchtest. Okay. Kann ich hier? Ich kann hier auch! Geil! Oh Gott, das Hotel kann ich mir angucken. Oh, sieht hübsch aus. Nach Tara? Geht das eigentlich in allem? Hätten wir es auch in dieser einen Stadt machen können? In der ersten, wo die Arena-Zeremonie war? Hätte man das auch gekonnt? Ich weiß es nicht. Ich warte auf meine Frau. Eigentlich müsste man sagen, meine Frau lässt mich warten. Ist allerdings nicht immer ratsam, alles beim Namen zu nennen. Kann ich hier? Ich kann hier rein! Es ist ja... Oh. Das war, dass sich der Schuldige unter uns befindet. Hi. Nanu, wer bist denn du? Ich befinde mich hier gerade mitten in meinem Schlussfolgerung, also stör mich nicht. Lol.
Oh, klassische Musik. Ich sollte mich wohl zunächst einmal vorstellen. Wir starten, der Name ist Helms. Meisterdetektiv, ich wurde vom Hotel angeheuert. Momentan bin ich dem Täter eines abscheulichen Verbrechens auf der Spur. Die Anschuldigungen sind ernst. Jemand hat sämtliche Bären gegessen, die in der Lobby auslagen. Ich habe die drei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Aber meine Kombinationsgabe leidet darunter, dass mich ständig jemand stört. Ich hab's, du da, Störenfried. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Assistenten. Nimm die Aussagen der drei Verdächtigen auf. Okay. Ich frage mich, wo mein Pokémon steckt. Was, die Bären? Ich hab sie nicht gegessen, aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Oh, ich hab einen Verdacht. Also, dieser Detektiv ist mir vielleicht einer. Ich habe zwar den Berg an den Bären gesehen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mich mit den Bären zurückhalten. Vielleicht Diabetes oder sowas. Und eine Rapperin. Du hattest auch Pech, in diese absurde Geschichte mit dir reingezogen zu werden, wa? In der Lobby gab es eine riesige Menge Bären. Die hätte ich nie im Leben alles essen können. Oh, da ist das hässliche Raffel-Pokémon schon wieder. Ah, da ist es ja. Wo warst du denn? Okay, sagte sich der Junge, habe ich mir gedacht. Ja, da haben wir doch den Täter. Raff, raff. Um seinen Mund herum klebt eine große Menge mehr Bärensaft. Nachdem ich alle Aussagen gehört habe, kann ich nur entschuldigen. Der Täter sind Sie, Frau Tänzerin. Spaß. Was? Wieso denn ich? Sie als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis. Alle Irrtum ist ausgeschlossen, denn mein Verstand ist so scharf wie die Laufstange eines Porentas. Hä, das gibt überhaupt keinen Sinn. Sie sind doch ein Hochstapler. Wie bitte? Ich bin kein Hochstapler. Ich bin ein Meisterdetektiv. Das ist doch total inkompetent. Klär du die Sache auf. Ich bin schockiert. Ja, gerne doch. Okay, das ist hier. Raffel ist. Ist dieses Pokémon der Täter? Klar. Meinen wir sind in einem Kinderspiel. Was? Raffel ist der Täter? Raffel? Oh, er hat recht. Sein Mund ist ganz schön vollgeschmiert. Ja, es hätte ganz klar Bären gefressen. Tatsächlich, es ist völlig verklebt von Bären. Raff, raff. Dip-dam. Was anderes als ich von meinem Assistenten noch nicht erwartet, Mann. Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du den Fall gelöst hast. Ein Großlinse, das ist gar nicht mal so unpraktisch. Das ist ja für einige Sachen ganz gut, zum Beispiel. Wir gucken uns das gleich mal an. Ne? Ha, ausgezeichnet, ich bin überglücklich. Nun denn, alle miteinander leben sie wohl. Hey, stehen geblieben. Haha, ich weiß nicht warum, aber ich laufe immer noch einfach weiter her. Okay. Alles klar. Raffel! Was war das denn? Lol. Okay, gut. Sehr komische Fall hier. Diese Vergessung hat die Genauigkeit etwas. Okay, das ist gar nicht mal so ungeil. Ich geb's jetzt einfach mal Sanaconda, sag ich mal. Ich meine, warum nicht? Ich meine, wir können es ja vergeben. Das ist hier, da ist wahrscheinlich die Toilette hinter. Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein Zimmer. Oh, ein Unratitoxis. Und ein Psychopath. Diese Unratitox helfen hier beim Reinmachen aus, aber anstelle von Trinkgeld freuen sie sich vielmehr darüber, mit Müll gefüttert zu werden. Oh, das ist eine sinnvolle Art, diese Pokémon zu benutzen. Das ist unglaublich sinnvoll. Cool. Und sie freuen sich wie ein blödes Müllsack-Pokémon. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Hier haben wir tatsächlich die Räume haben wir abgehakt. Sagt Nachtara. Nacht. Ich entwickle mich ganz doof. So, haben wir noch mehr Gänge? Geil. Da sind viel zu können. Oh, ein Wanderer? Oder nee? Beim Geräusch, wenn jemand mit einem Stück Kreide über eine Tafel kratzt, dreht sich mir der Magen um. Das klingt fast so, als würde die Kreide schreien. Hier, nimm diese Therme und dann kannst du selbst solche Geräusche verursachen. Kreideschrei. Dankeschön. Danke, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, ein Kreideschrei. Wenn einen so etwas mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißt, stößt man bestimmt kreidebleich einen Angstschrei aus. Vielleicht kommt ja daher auch der Name. Auch kann sein. Vielleicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so einer, der mitten im Kampf, wenn ich jetzt beim Kampfsport bin, eine Tafel
Tafel dabei habe und um jeden eher zu verwirren, kratze ich da erstmal mit den Fingern. Übrigens, ich bin einer, der das überhaupt nicht abkann. Ich habe das damals schon in der Schule immer gehasst, wenn ich dann halt mit, aus Versehen mit, beim Schreiben halt rübergekommen bin. Ja, ich hab's gehasst. Wieso guckt der denn? Ich komm noch mal rein, der Blick war gerade. Ah ne, macht er nur einmal, schade. Tränen sind eine starke Waffe. Wenn ich jemanden weinen sehe, werde ich sofort schwach und gebe nach. Wärst du in der Lage, eine solche Attacke einzusetzen? Danke schön für die Trugträne. Danke, danke, danke. Ich bin Rocker und meine Mucke, tja, sie flaunt die Herzen tapfer Kerle und zu Tränen rührt sie meine Perle. Doch eines ist mir recht zuwider, und zwar trug Tränen auf meinen Lieder. Okay. Ganz viele Pikachus. In meinem Team sind nur Pikachu. Mit ihnen hole ich mir den Titel des Champs. Oh. Pikachu. Ist da ein weibliches bei? Die sind alle männlich. Wow. Okay. Entweder war Gamefix saufaul oder das ist Absicht. Naja, ja, komm, das haben wir auch erledigt. Das war, glaube ich, auch das letzte Zimmer, ne? Ja. Gut, dann haben wir das Hotel erstmal klar Schiff gemacht. Da haben wir ein paar Terms gekriegt. Finde ich ganz okay. Dann gehe ich mal wieder. So, was haben wir noch zu tun? Also, wir haben jetzt noch die andere Seite rein, theoretisch vom Hotel. Also, das hier war ja ein Haus, das hat sie ja erwähnt. Und auf der anderen Seite gibt es wohl auch eins. Das muss ja wohl das hier sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier so erwartet. Außer Elfans. Hallo, Elfan. Oh, meine flauschigen Elfen, kann ich nicht schlafen? Es ist auch bestimmt ein richtig gutes Kissen. Die Gebäude in Chichester werden seit der Urzeit in denselben Baustil errichtet. Diese Stadt atmet förmlich Geschichte. Alles klar. Okay. Sollen wir bald nach Score City gehen? Ich will mir den Champ Cup ansehen und nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Okay. Ich möchte irgendwo hin, wo es niedliche Eis-Pokémon gibt. Okay, gut, dann mach das doch. Willkommen im Hotel Iona. Oder Ionia oder so, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gut, wir gucken uns weiter die Stadt an. Also die Stadt ist wieder ein bisschen größer. Ist okay. Nach der letzten, die ja sehr schnell durch war. Schon seit meiner Kindheit fühle ich mich in den Gängen von Hotels immer, als hätte ich mich verlaufen. Okay. Gut zu wissen. Dankeschön, Dame Nummer 10.000. Wir sind zu Recht rechercht. Catchy-Checking hergekommen. Galas, wirklich wunderschön. Und erst die vielen kalten Curry-Sorten. Sehr lecker. Curry ist auch in Kanto sehr beliebt. Aber hier gibt es einfach eine größere Auswahl. Okay. Warum immer nur Kanto sind und sowas ist auch ganz cool. Ich stehe im Moment total auf die Rotom Rally. Huch, hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist, okay? Okay. Komischer Guy. Oh, da steht. Magst du Pokémon? Ja. Freut mich. Ich hoffe, das bleibt auch so. Danke. Weiß. Was? Okay. Gut, was haben wir hier noch? Weiß erwartet mich hier noch. Eine handybesessene Frau. Hep und hep, das kann doch nicht so schwer sein. Du siehst aus, als könntest du gut Pokébälle werfen. Okay. Hi, ich bin der. Ach, die spielt Pokémon Go. Ach so, das meinst du wahrscheinlich mit. Okay, hi, ich bin der Projektleiter. Dann erwette, du versuchst also die Progresse zu vervollständigen. Das hört man gerne. Gib nicht auf und schnapp sie dir alle. Ach, da fällt mir ein, ich habe hier etwas, was dir dabei helfen könnte. Was? Superfangpin? Was ist das denn? Ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit hat, einen Superfangpin zu legen. Okay. Komm wieder, wenn du den Pokéball vervollständigt hast, ja? LOL. Was das denn? Hab ich ja nie gehabt. Ich bin für die Projektplanung zuständig. Meine Arbeit besteht daran, neue Spielideen zu entwickeln. Daher ist das Spiel ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Okay. Hast du die Musik im Hintergrund? Die stammt von mir. Ach, das ist quasi Game Freak wieder so ein bisschen. Alles klar. Cool, cool, cool. Treffen wir sie auch wieder im Hotel. Sehr ungewöhnlich. Ein Fangpin, keine Ahnung, was das bringt. Kann sein, dass es dadurch halt irgendwie, dass wir jetzt was Cooles gemacht haben. Oder kann man den irgendwie aktivieren? Von dem habe ich halt auch noch nie gehört. Was ist er denn? Ist er jetzt hier? Nein? Hä?
Schatzasche zu Tintentasche. Gut, wenig wackeln. Okay, ich habe keine Ahnung, was es mir bringen soll. Erst wenn man die Grundlagentechnik gemeistert hat, kann man sich Kämpfen in der Praxis stellen. Die Lektion habe ich durch Karate gelernt. Okay. Es soll wilde Pokémon geben, die in heiße Quellen tauchen, um ihre Wunden zu heilen. Alles klar. Sehr spannender Dialog. Ja, kommen wir. Also ich will auf jeden Fall diesen Part die Stadt erkundet haben komplett, dass wir uns im nächsten Part auf die Arena stürzen können. Ich bin sehr gespannt, ob wir ihn noch so treffen werden, ganz klar. Mein Partner-Pokémon ist sehr reinlich. Es kommt gar nicht mehr aus der Dusche raus. Dabei gehört es doch dem Typ Boden an. Rote Move. Lol. Okay. Gut, das heißt, hier ist auch fertig. Also es ist definitiv ein Bad. Wissen wir jetzt auch Bescheid. Gut, das haben wir auf jeden Fall alles erledigt. Das ist grandios. Gut, das heißt ja. Irgendein Ding. Weiß ich nicht, was es darstellen soll. Zirchester. Eine Thermstadt, in der sich ein historisches Gebäude an das nächste reiht. Das sehe ich. Das Hotel war wirklich schön. Gut, hier waren wir ja schon. Das war das kleine Puppencenter. Wir können hier unten noch hin. Das sehe ich gerade. Mein Kloptopus war gerade im Thermalbad. Sein Körper ist jetzt mollig warm. Kloptopus. Okay, das haben wir scheinbar auch noch nicht gesehen. Snom. Snom-nom. Ich liebe es. Es ist so ein cooles Pokémon eigentlich. Also, vom Namen her. Die Hirun-Therme. Ich habe gehört, diese heiße Quelle gäbe es schon seit Urzeiten. Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Buddy. Hier ist ein Item. Ein Eisbär, dankeschön. Danke. Aber wir sind ja auch schon fast durch, sehe ich gerade. Feuer 2 bis 5 Runden Eiszapfen auf das Ziel. Habe ich denn nicht jetzt? Also ich habe doch den kleinen Käfer, nicht? Kann ich den da Eisbär erlernen bei? Ja, das ist gut. Ah ja, wir hatten ja keine Attacken drauf. Also kaum. Ah, cool. Danke. Ich war mir sicher, dass ich den Kampf verlieren will, doch dann hat mein Pokémon plötzlich einen Volltreffer gelandet. Das passiert manchmal. Man kann auf Kämpfe noch so gut vorbereitet sein. Am Ende entscheidet doch oft das Glück. Was sind das hier für Bilder im Hintergrund? Ha. Ist das einer der legendären Pokémon vielleicht sogar? Es gibt viele, die sich an Pokémon-Kämpfe erfreuen, ohne an der Arena-Challenge teilzunehmen. Es gibt auch Leute, die überhaupt keine Kämpfe austragen. Soll es geben. In dieser Therme soll der Held seine Wunden geheilt haben. Okay, der Held? Ist das ein Zerulicate, das da auf dem Relief abgebildet ist? Nein, glaube ich. Obwohl, könnte sein, mit der neuen Galar-Form kann das durchaus angehen. Draco Meteor ist die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Soll ich sie einem deinem Pokémon beibringen? Dann befindet sich leider kein Team. Oh, schade. Tristan sollte meine Challenger aber auch nicht unterschätzen. Oh, danke. Wir haben es 2 Challenger angetan, Hop und Harry. Oh, ich habe einen Fan. Das ist das reinste Paradies. Dankeschön. Ja, werden die Duelle eigentlich im Fernsehen übertragen? Ich kann es mir vorstellen, jetzt nach dieselben Dialog. Okay, da in der Boutique war ja nicht wirklich was. Okay, wir haben ja aber nicht mehr so viel zu tun, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die Stadt ist soweit erkundet. Hier haben wir noch ein kleines Kampfparadies wahrscheinlich mit einem größeren, gruseligen Bild. Ich gehe mal eben kurz rein, mal gucken. Inferno! Ach, das ist die Weg weiter mit dem Korn. Pott, Dingsbums. Inferno! Das ist nicht so lecker, dass es sich lohnt, einen Umweg zu machen. Einfach nur, um herzukommen. Okay. Wer richtige Kämpfe austragen will, muss reichlich essen. Das stimmt. Ich sehe es gerne, wenn mein Junge das Essen richtig schmeckt. Er sieht so glücklich aus. Der ist perfekt abgebraten, es ist saftig und hat Biss. Der Koch verdient ein großes Lob. Richtiger Christoph Rachten, also dieser Typ da, der auch Restaurants beurteilt. Ich habe seinen Namen nicht mehr ganz im Kopf. Das ist ein toller Wandteppich, nicht stimmt's? Ich habe ihn auf einem Antiquitätenmarkt ergattert. Cool. Du redest beim Essen über die Arbeit? Willst du ihn dir eine Mahlzeit verderben? Hallöchen, willkommen bei Lecker Paul. Unser Steakhouse verlässt keinen Gast hungrig. Aber ich darf selber kein Steak essen. Ironie. So, da haben wir oben wahrscheinlich noch ein bisschen Dialog, oder? Oder? Kein Rivale? Oh, da ist ein Item.
gewesen, glaube ich, oder? Nein, hat nur geglitzert durch den Schnee. Ich schaue mir die Kämpfe des Arena-Leiters immer auf dem Monitor im Stadion an. Also doch übertragen irgendwie. Snyamnam. Oh, das ist so cool. Ich liebe dieses Pokémon. Okay, hier haben wir aber sonst irgendwie nichts mehr. Alles klar, denn. Flampion! Die Kälte drückt auf meine Stimmung. Da hat Flampion das deutlich besser. Es speichert nämlich umso mehr Kraft, je kälter es ist. Es ist so richtig das Gegenteil von dem aus Einal. Von der Art her. Naja, Leute, ich würde aber sagen, wir sind bei der Arena angekommen. Finde ich gut. Sehen Sie mein Team aus? Ja, gut, ich kann relativ bedenkenlos, denke ich mal, in dem nächsten Part in die Arena reingehen. Ich befürchte stark, dass Masa wieder sehr viel reißen wird in der Arena. Ich meine, es wird ja bekanntlich eine Eisarena werden. Also Sanaconda kann ich hier kaum benutzen. Gottraum fällt auch raus. Gramor geht eigentlich, weil wie wir ja wissen, dass es den Stahltyp hat. Snomnom werde ich wahrscheinlich auch noch ein wenig benutzen können und Reflex hat halt auch. Es kann eine sehr spannende Arena werden. Also ich glaube, mein Team ist halt nicht so ideal dafür geeignet. Ich bin da doch sehr gespannt, Leute. Ja, Leute, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Arena-Zeit. Ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat. Eine Bewertung ist halt auch immer geil. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, ein kleines Abo. Und ja, bis zum nächsten Part. Bye, bye.